Herzlich willkommen zu unserem Online-Kurs DigiSkills für alle. Mein Name ist Thomas Kreimel. Und ich heiße Karin Steiner. Schön, dass Sie die erste Hürde zur Teilnahme an diesem Kurs geschafft haben. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich möchte Sie... Oh, entschuldigen Sie die Störung. Ich habe gerade ein E-Mail in meine Mailbox bekommen. Ich muss schauen, ob die Anmeldung zu MOOC DigiSkills für alle funktioniert hat. Das war mir jetzt zu schnell. Mailbox, E-Mails, digitale Skills, MOOC, worum geht's hier eigentlich? Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn bei Ihnen jetzt auch einige Fragen aufgekommen sind, dann sind Sie genau richtig hier. Falls nicht, dann laden wir Sie dennoch ein, sich die Inhalte und den Ablauf dieses MOOCs anzuhören und das den MOOC begleitende Team kennenzulernen. Danach können Sie beim passenden Thema mit der richtigen Schwierigkeitsstufe einsteigen. Also, was ist jetzt ein MOOC genau und worum geht's hier eigentlich? Also bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein paar grundsätzliche Infos vorneweg. Wenn wir von MOOC und Kurs sprechen, dann meinen wir dasselbe. Ein MOOC ist ein Massive Open Online Course. Fangen wir hinten an. Course ist gleich Kurs. Massive steht für massiv, also dass hunderte Menschen am Kurs teilnehmen, manchmal sogar tausende. Open, also offen zugänglich ist der Kurs, weil jeder Mensch teilnehmen kann und er kostenlos ist. Online, also im Netz, ist der Kurs, weil das Ganze im Internet stattfindet. In diesem MOOC werden Sie Neues rund um das Internet kennenlernen und Ihre Kenntnisse vertiefen. Danach können Sie im Internet sicher surfen, selbst eine E-Mail-Adresse anlegen, mittels E-Banking bezahlen oder per Handysignatur zum Beispiel an einem Volksbegehren teilnehmen. Auch werden Sie lernen, was der Europass ist und wie dieser Ihnen bei Ihren Karriereplänen helfen kann. All das nennt man DigiSkills. Muss ich das jetzt alles auswendig lernen? Keine Sorge. In diesem Kurs geht es um praktische Infos, die du auch gleich zu Hause oder im Büro anwenden kannst. Der Kurs besteht aus mehreren Modulen. Jedes davon besteht aus einem Video und zusätzlichen Lernmaterialien. Dazu gibt es noch Übungsaufgaben und am Ende jeder Einheit gibt es einen kleinen Test zur Selbstüberprüfung, sogenannte Quizze, die Sie auch wiederholen können. Es gibt auch ein Forum zu den Kursthemen. Im Forum können Sie sich mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen austauschen, Fragen stellen oder auch anderen helfen. Zusätzlich werden auch noch drei Workshops angeboten, in denen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Austausch und zur gemeinsamen Reflexion treffen können. Und? Was habe ich von dem Kurs? Ja, das ist eine gute Frage, danke. Mit diesem Kurs können Sie sich kostenlos weiterbilden und Sie bekommen für jedes Modul eine eigene Teilnehmerbestätigung. Damit können Sie sich entscheiden, ob Sie gleich den ganzen Kurs absolvieren wollen oder doch lieber nur bestimmte Module, die Sie interessieren. Wer veranstaltet denn das Ganze? Dieser Kurs wird von der Arbeiterkammer mit dem sogenannten Digifonds finanziert und ist für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos. Zum Projektteam gehören Karin Steiner, Agnes Dürr und Mario Taschwa von ABIF, Thomas Kreimel von der Gewerkschaft der Privatangestellten Druckjournalismus Papier und Martin Ebner, Walter Nagler und Daniel Brandner von der TU Graz. Damit der Kurs auch relevant für Sie ist, haben wir die Inhalte mit Betriebsräten und Betriebsrätinnen aus ganz Österreich erarbeitet. Die Inhalte des Online-Kurses orientieren sich damit an den Erfahrungen des betrieblichen Alltags und dem Bedarf in der Arbeitswelt. Sie sind für Sie, Ihren Job und Ihre berufliche Tätigkeit relevant. Und dies sind die Inhalte des Kurses im Einzelnen. Modul 1 beschäftigt sich mit den Grundlagen von digitalen Kompetenzen, wie zum Beispiel digitale Geräte zu bedienen, Formen des Zugangs zu digitalen Inhalten nutzen und bereitstellen zu können. Es geht um die Basics. Modul 2 und 3 zeigen den Umgang mit Informationen und Daten auf. Wie recherchiere, suche und filtere ich diese? Wie kann ich diese kritisch bewerten und interpretieren sowie verwalten? Modul 4 und 5 decken die Themen digitale Kommunikation und Zusammenarbeit ab. Das heißt, mithilfe digitaler Technologien kommunizieren, Daten und Informationen teilen, digitale Technologien für die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe verwenden. Modul 6 beschäftigt sich mit der Erstellung digitaler Inhalte, das heißt, digitale Inhalte entwickeln, integrieren und neu erarbeiten.
Werknutzungsrechte und Lizenzen kennen sowie Abläufe automatisieren. Modul 7 widmet sich dem Thema Sicherheit. Wie kann ich meine Geräte, personenbezogene Daten und Privatsphäre schützen? Wie kann ich mich vor Betrug und Überwachung schützen? Modul 8 trägt zum Problemlösen und Weiterlernen bei. Es geht darum, technische Probleme selbst zu lösen, kreativ mit digitalen Technologien umzugehen und digitale Kompetenzlücken zu erkennen. Ja, da ist viel Interessantes für mich dabei. Wir laden Sie herzlich ein, den MOOC gemeinsam mit uns durchzumachen und freuen uns auf Ihre Teilnahme.